Seid gegrüßt, ihr Schwacharbeiter. Willkommen zurück zu Super Mario Maker. Und jetzt geht's los. Jetzt testen wir unseren super fancy Level. Der heißt Razibi Brothers 1. Und wir sind schon groß. Das heißt, den Blödsinn brauchen wir nicht. Das ist aber im Original-Level nicht so. Da starten wir den natürlich, wenn wir klein sind. Okay, wir wollen alles mitmachen. Also, die Quatsch, das war der noch nicht. Ah! Okay, nee, den machen wir von vorne. Also, jetzt, zack, dann darüber hier das Kaputtfletschen. Power-Up mitnehmen, brauche ich eh nicht. Und ich achte nochmal darauf, ob ich hier tatsächlich keine Blume reingemacht habe, weil die wollen wir nicht. Die ist feige. Es gibt einen Captain Falcon, aber der ist nur für echte Hengste. Der ist hier drin. Hier neben diesem Müll, der da unten. Und wie andere Leute dachten, ich würde was anderes hinschreiben. Haha, naja, haha steht natürlich für Hulk Hogan, ist klar, ne? Das kann man aber nicht machen. Das ist aber frech. Scheiß Nazis. Okay, dann spuckt er da wieder. Ja, hier ist das Skip. Ne, hier ist das Skip nicht. Der Skippy war oben. Dafür muss man hier bashen. Genau so war das. Und während Lucky Tour schon anfängt zu rallen. Oh Gott. Dann weißt du ja gleich. Uiuiui, da musst du weg. Geh mal schnell hier rein in die gute Stube. Und hier ist es nicht schön. Leute, hier ist es absolut nicht schön. Das ist hier schon wieder Matty-Style. Mit tausend Sachen, die einen umbringen. Unter anderem das da. Ja, das haben wir ja schon mal ausprobiert. Das funktioniert alles. Da habe ich jetzt keinen Bock zu. Okay. Also, wer wirklich Bock hat und Langeweile im Leben, ne, der geht da natürlich lang. Das ist aber nicht so intelligent. Denn da verpasst man die ganze Maulwurf-Action. Und die darf man natürlich nicht verpassen. Moin. Hi. Mich ärgert jedoch immer noch ein bisschen, dass dieses Ding von außen bewachsen ist. Da hat man ja oben rechts gesehen, dass da so ein kleiner Stängel und ein Pilz wachsen. So ein Pilz ist eigentlich nicht schlecht, aber... Warte mal, halt. Das ist natürlich für ganz Faule hier, ne? Das muss ich hier... Das muss ich nur ändern. Oh, okay. Da kommen schon die Maulwürfe raus. Und jetzt geht sie ab. Jetzt kommt der Lucky Two nämlich und dreht richtig am Rad. Oha! Und da kommen noch mehr Maulwürfe raus. Oh Gott. Wer sehr lustig ist... Oh ja, hier, genau, da kommt der Barbo. Das hatte ich ja auch jetzt. Uiuiui. Bin froh, dass die Dinger hier runterfallen. Oh. Okay, jetzt ist die Action. Nein! Na, gut, dass nur so ein kleines Ding ist. Okay. Eigentlich müsste jetzt das zu Ende sein. Das heißt, wenn du weißt... Oh Gott! Nee. Da ist der Chef. Nee, er war der Barbo, ne? Jawohl! Ich würde sagen, das ist machbar. Das ist machbar. Das ist definitiv machbar. Aber wir müssen hier noch alles noch ein bisschen pimpen. Das heißt, wir brauchen Geräusche. Ganz bestimmt. Au! Der muss hier. Nee. Geht das nicht, wenn man so einen Dicken gefletscht hat? Ist der dann Ause? Nee. Und da ist natürlich, da muss ich direkt mal intervenieren. Das kann so nicht bleiben, Leute. Da machen wir das mal so. Ja. Das sieht scheiße aus. Ja, da habt ihr recht. Wie wär's denn, wenn wir den... Oh Gott, hier, das ist auch frech hier. Pass auf. Der bleibt da und dann wundern sich alle, warum bleibt er denn da? Und dann zack, ist das ein Doppelwopper. Also ich finde diese Gegnerstapeln-Funktion hier mehr als unsinnig hier. Ah, das hätten die meiner Meinung nach nicht unbedingt machen müssen. Okay, so ist doch gut. Dann packen wir da noch irgendwie so einen Hengst drauf, mit Flügeln. Jo. Wenn das nicht so leer ist. Alles klar. Oh, da rennt er ran. Ich auch nicht kaputt. Ich meine, das ist ja schon schwierig, da überhaupt reinzukommen, ohne dass man da von dieser Piranha-Pflanze getroffen wird, ne? Na. Ja, so, warten. Oh Gott. Nee. So geht das nicht. So geht das aber nicht. Okay. Da ist man drin. Und los geht's. Als großer Mario ist man hier ein wenig im Nachteil. Da muss man sich... Oh Gott. Yeah. Oder man ist im Vorteil. Rallen! Ach nee, das hatte ich ja extra so gemacht, dass man da nicht raufkommt, ne? Ja, da habe ich schon mitgedacht. Also, wenn man das wirklich machen möchte, sei es jedem gegönnt. Und hier ist sie, stimmt, hier kriegst du die Blume. Aber die brauchst du nicht mehr. Du bist ja schon am Ende. Guck, du kannst ja theoretisch damit noch versuchen, den Barbo zu fletschen, aber es passiert nämlich nicht. Der ist zu stark. Und dann ist vorbei.
Okay, der Babo, den müssen wir mal ein bisschen ausstaffieren hier. Geht das, wenn man da getroffen wird, dass der dann so einen Heiligenschein kriegt? Nee. Wenn man den fletscht, kriegt er das wahrscheinlich. Aber den kann man nicht fletschen, weil er zu stark ist. Okay. Wem geben wir denn noch den Heiligenschein? Der Captain Falcon kriegt den Heiligenschein. Da. Da, wenn du dann den Captain Falcon kriegst. Könnte schöner nicht sein. Na gut. Ich würde sagen, da können wir. Warte mal. Wenn man das fährt hier, ne? Ja. Nee. Okay, ich hoffe mal, ich komme so weit. Ich weiß es nicht. Ich glaube, nehme ich nie. Warte mal so. Da hatte man. Das ist gut. Kann man da eigentlich stehen bleiben, ohne dass hier was passiert? Ne, hier nicht. Das ist gut. Das ist gut. Das gefällt mir. Das ist schwer. Das ist schön. Das. Dann ist hier nochmal Erleuchtung. Okay, du hast die Blume gefunden. Ja, die bringt dir einen Scheißdreck, weil du die gar nicht brauchen kannst. Das heißt, du kannst theoretisch nochmal zurücklaufen und die ganzen Maulwürfe weghauen, ne? Bei den Leveln aus aller Welt kann ich mir Tricks abgucken. Ja, zum Beispiel, wenn man 1000 Lucky Twos da in eine Linie da irgendwo hinpackt. So, die Stachis, die haben ja auch hier jetzt ein Problem. Ja, die werden da gefressen. Das sieht man nicht. Das ist mit der Grafik nicht zu sehen, aber eigentlich werden die gefressen. Das ist so die Lore in diesem Level. Die werden gefressen. Hier kannst du richtig randalieren, also. Kann man das eigentlich machen, dass das einen Sound gibt, jedes Mal, wenn der Lucky tut, da was runterwirft? Ich möchte da auch nochmal so einen Heiligenschein haben. Okay, warte. Ja, dann wollen wir mal gucken, ja. Ja, das ist doch schön. Das ist doch so wunderbar. Mhm. Wenn man den fletscht, kann man da. Warte. So. Ja, das ist schön. Das ist schön. Dann rappelt hier alles. Das ist bei ihm auch. Wenn man den fletscht, dann muss auch alles rappeln hier. Da schiebt man die Erde in den Umlaufbahnen ein bisschen weiter nach rechts. So 10 Meter oder so, wenn man den weggehauen hat. Dann ist da so ein bisschen Veränderung, ja. Ja, was sagt ihr sonst zu dem Level? Schön oder nicht so schön? Oder eher so kacke? Oder zu schwer? Ich würde sagen, wir sind hier auch fertig, ne? Was ist das für ein Telefon? Ja. Ding dong. Warte. Das kann man doch bestimmt in diese Maulwurfshöhle reinmachen, dass da ein bisschen Stimmung ist. Da müssen wir dann noch mal was verändern. Okay. Nee, Maulwurfshöhle war hier. Das ist schön. Okay, dann Nummer 1. Ist ein bisschen schade, dass man da immer fahren muss hier im Editor. Okay. Achtung, jetzt geht's ab. Yeah! Das ist ein wenig nervig, gebe ich zu. Deswegen packe ich das hier mal hin. Aber kommst da rein, denkst dir, oh Gott. Und dann geht's dir ab. Party! Die Maulwürfe, alle am Rhein. Geil! Uts, uts, uts. Und das Schöne ist, warte mal, ich mach das doch anders. Also, wenn wir das jetzt hier tauschen, dann haben wir hier normale Blöcke. 1, 2, 3. 2 mit Maulwürfe, 1 mit Extraleben. So, wo ist denn das Extra-Leben? Da, das machen wir mal schön hier rein. So, zack, da ist das Extra-Leben drin. Und wenn man das Extra-Leben kriegt, dann geht hier die Mords Gaudi los.
Das Schöne dabei ist, und das ist ein wenig psychologische Kriegsführung, das gebe ich zu, ist, ihr wisst es ja, also, hört mal gut hin, jetzt, Achtung. Das war geiler, als ich gedacht hätte. Ne, den Barbo müssen wir noch ein bisschen weiter nach da drüben machen. Ne, der Barbo, der kriegt einfach gar kein Geräusch. Den kann man eh nicht kaputt machen. So, raus. Weg damit. Okay. Hier. Da hört man das P-Switch-Geräusch und denkt, oh Gott, schnell rein. Hier bist du drin. Hau mal da drunter und dann geht er sich richtig ab. Yeah, yeah, yeah. Uts, uts, uts. Geil, geil, geil. Yeah, yeah, yeah. Und dann versuchst du hier rein. Geht natürlich nicht. Gehst wieder zurück. Denkst, oh Gott, läuft. Und dann... dann ist natürlich Ende. Weil du das nicht mehr hörst, wenn das aufhört. Weil da hier die Partymucke gestartet wird. Das ist ein wenig frech, gebe ich zu. Aber... das stört mich nicht. Okay. Level fertig, würde ich sagen. Aber nochmal alles. Jetzt nochmal für den optimalen Genuss kann man hier alles nochmal sehen. Als kleiner Mario auch, so wie es hätte sein sollen. Deswegen bin ich hier reingegangen. Achtung! Ganze Baustelle kaputt. Okay, hier muss ich natürlich... Für die Augenpflasterkinder gibt es hier dann einen Pilz. Die richtigen Hengste gehen natürlich hier rein und holen sich den Captain Falcon. Aber das seid ihr dann. Also ihr wisst ja genau, wo hier alles ist. Das ist schön. Kann man auch gut mitarbeiten in so Let's Plays. Dann merkt ihr ja sofort, aha, der Medi, der versteckt hier Sachen. Und wir sind im elitären Kreis und wissen, wo alles ist. Hier könnte ich theoretisch, oh Gott. Hier ein bisschen aufräumen. Oh, du darfst da ja noch nicht mal stehen bleiben. Das ist ja der Trick. Bong! Und gleich einen Ersatz gefunden. Hier aus Jux und Dönekes könnte man diese schwere Route auch machen. Oder man macht es nicht, so wie ich jetzt, und geht hier den Maulwurfweg. Dann... Nee. Da muss man schon aufpassen hier. Der Lakito, das ist schon ein Hengst. Hier könnte man sich ihn holen. Hier könnte man... Scheiße, hier könnte man sich ihn holen. Der muss einen weiter nach oben. Oder man macht es hier rum so. Ja, gut, mach es halt. Da hast du nichts von. Das ist natürlich blöd jetzt. Jetzt kommt man hier unten nicht mehr rein. That's what she said übrigens. Aber du bist dann hier schon fertig. Also, damit schneidet man sich ins eigene Fleisch, wenn man hier den Lucky Toon nimmt. Kann man theoretisch machen, aber dann ist es halt scheiße. Okay, ja, ne. Starten wir nochmal von hier, damit wir das auch nochmal gesehen haben. Das ist doof. Da zerstört man sich sein ganzes Leben. Wenn man hier die Münzen wegmacht, dann verpasst man was. Also, ich feiere diese Maulwurfskammer hier übertrieben ab. Und dann geht's hier rein. Das könnte ich den ganzen Tag machen, wie die da runterfallen. Das ist die Maulwurf-Disco hier. Geil! Die ist so wack. Die hat die Wackness gepachtet. Kannst auch warten, bis da ganz viele rauskommen. Dann machst du die alle nacheinander kaputt. Dann kommst du wieder raus und dann siehst du... Aha, oh nein. Oh Mist. Jetzt ist passiert. Gut, der Fairness halber werde ich aber trotzdem... Oh Gott, nee, das machen wir mal rückgängig. Ich habe das gerade versucht mit dem Daumen zu machen. Leute, macht das nicht. Eure Daumen sind zu fett für dieses Spiel. Den kleinen. Ja. Dann geben wir dem jetzt mal einen Pilz hier. Kettenfalken. Okay. Mit dem muss man es hier eigentlich durchstehen. Der ist ja der Mittel der Wahl. Der ist derjenige, den man hier hat. Okay, hier. Ja, ist machbar. Wenn man einen so einen Power-Up hat, dass man hier theoretisch verbraten kann, dann ist gut. Und hier muss man aufpassen, dass man nicht nochmal von der Kugel gehauen wird. Gut. Damit hätte man hier sein wohlverdientes Blümchen geholt, bringt aber nichts. Man ist nämlich schon durch. Da werde ich Hasskommentare ohne Ende kriegen, aber egal. Jetzt wollen wir auch nochmal gucken. Ja, schön gebaut, ne? Klasse. Macht die Amity super. Ich wollte nochmal gucken, ob man hier nicht doch theoretisch rüberspringen kann, aber ich glaube, das geht nicht.
Also, da muss man schon richtig so jede Woche Beine trainieren. So, theoretisch von ihm hier und dann rüber. Ja, es würde gehen. Es würde gehen. Hier, gehen wir mal da drauf von Anfang an. War der das? Wo war der denn? Hier. Ja, was rennt der denn so weit nach oben? Oh Gott. Ja, da ist schon mal die erste Schwierigkeit, dass man hier zu so einer Mozzarella-Pizza da gewälscht wird. Und wenn das noch nicht reicht, kann man theoretisch hier... Ja, es geht. Es geht. Aber dafür muss man ja erstmal wissen, dass man hier hin muss. Und zweitens, lass ich das nicht mit mir machen. Da gibt's ein schönes Vordach. Okay, Schluss der Traum vom Eigenheim. Jetzt muss man die volle Ladung gehen. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Aber ist gut, wenn man immer wieder so versucht, was irgendwelche anderen Leute dann vielleicht machen. Das ist natürlich dann doof, wenn die das versuchen und dann... Ja, es geht immer noch. Das Dach muss weiter. Zwei Stück noch. Riesendach. Jetzt ist das unmöglich. Jetzt geht das nicht mehr. Kann ich hier nochmal sowas machen? Für die Superschlauen. Moin. Ich kann das natürlich auch noch verkleiden hier, so. Das geht auch. Jetzt ist das hier gummibereift. Jetzt geht das. Okay. Nee. Ja, dann würde ich sagen, haben wir's. Nee, das... Da kommt man auch nicht... Leute, das ist unmöglich. Das funktioniert nicht. Da kommt man nicht lang. Das muss man zu Fuß machen, aber zu Fuß ist es möglich. Wenn man das Captain Falcon Power-Up hat, dann geht das. Schwierig ist natürlich hier die Stelle, wo man dann tatsächlich die ganze Zeit im Kugelfeuer steht. Aber wenn man es dadurch geschafft hat, dann wird man belohnt mit einer Blume, die einem nichts bringt. Ich muss es nochmal erwähnen. Und dann ist man hier fertig mit dem ganzen Spaß. Ja, dann hat man es geschafft. Gut, 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 gut. Den Level werde ich dann hochladen, wenn ich ihn hochladen kann, wenn der Part heute gesendet wurde oder vielleicht einen Tag später, weiß ich noch nicht. Je nachdem, ob ich dann zu Hause bin und den Level freistellen kann oder nicht. Jawohl! Okay, dann haben wir das geschafft. Im nächsten Part wird wieder ein bisschen mehr Action gemacht. Dann machen wir nochmal 10 Mario-Herausforderungen und 100 Mario-Herausforderungen. Jo, und weiterhin sage ich, schickt mir eure Levels. Ich freue mich jedes Mal darüber. Ja, und bis morgen. Jetzt habe ich schon wieder falsch gedrückt, habt ihr gemerkt, ne? Okay, bis morgen. Tschüss.